So, jetzt machen wir da noch die Rennmission. Am 20. März 1961 musste Clutch Nixon, der größte Stuntman von Hope County, einsehen, dass Gott tot und die moderne Welt nur eine Farce war. Also tat er das einzig geistig Gesunde, das ihm einfiel. Er schnallte sich in einen klapprigen Buggy und raste einen felsigen Berghang runter, um dann in der Geisterstadt Prosperity zu verunfallen. Als er wieder bei Bewusstsein war, schwor Clutch sich, seine Stuntarbeit und seine Programme zur Leseförderung von Kindern voranzutreiben, anstatt weiter in einem bodenlosen metaphysischen Abgrund zu versinken. Und niemand hat sich seitdem am La Descendant La Folie versucht. Okay, wir fahren den Berg einfach mal runter. Kann ja nicht so schwer sein. Oh Gott. Naja, fast unmöglich. Die Geisterstadt ist fast erreicht. Dort ist das Ziel. Alles ist ganz geblieben. So stehe ich wie weg. Geil, jetzt muss ich mal gucken. Kurz vor dem Punkt. Also Versteck. Da sollte echt ein Warnhinweis dran. Unsere Kameraden da irgendwie. Bin auf dem Weg zu dir.
Eine Raiden Wellness Mine. Google das mal. Ja, okay. Okay. Zack. Jetzt gehen wir mal. Was ist das da? Ich wäre dann soweit. So, Office. Dann Kopfschmerzen. Kommen wir rein? Nö, natürlich nicht. Okay. Dann gehen wir halt so in die Mine. Willkommen im Bliss. Ja, erschreckt man sich ja ständig. Ich brauche hier eben mal Hilfe. Dann die Hülle ist so verwinkelt. Nö. Da hoch, hier rüber, da hoch. Oh Gott. Schon wieder so ein Schatten. Ich weiß nicht, was das ist. Wo die hinteren. Ah, Generator gefunden. Au. Und Absaugung. Alles klar. Bleiben da liegen. Okay, ich rücke vor. Pass auf mich auf.
Die sind vom Bär getötet. Ich brauche Hilfe! Ich kann da jetzt nicht raus. Ich brauche Hilfe! Der Weg nach Eden ist offen. Was seid ihr denn? Oh Gott. So, du brauchst eine Map. Da ist der Kiffertyp. Ahoi, hier ist Sharky. Wir veranstalten eine... Da ist ein Schrein. Machen wir den Schrein. Kaufe Helikopter und passe sie an. Kaufe Helikopter und passe sie an. Wie will man die anpassen? Kann man bloß beitreten. So rein. Wir bräuchten nur noch ein paar Punkte. Ich glaube, dann haben wir den anderen Bogen. Was wir hier kaputt machen können direkt. Da haben wir einen Außenposten, machen wir den hier. Das kann man mit dem Heli machen.
so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Sei vorsichtig da draußen. Da hat mich der Heli vom Himmel geschossen. Okay, jetzt müssten wir aber 5 Punkte haben und dann kann man sich ja mal den Bogen leisten. Rookie, du machst da draußen einen tollen Job, aber Faith kann Ungehorsam nicht leiden. Wir haben erfahren, dass eine bewaffnete Patrouille auf dem Fluss unterwegs ist. Und das klingt auch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Dann gibt's Wasser. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Komm ich jetzt hier rein? Sei vorsichtig da draußen. Der Nebel steigt auf. Er lässt dann halluzinieren. Und wenn man ihn zu lange einatmet... Tja. Waffen. Bitte, 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 bitte. Nein, das gibt's nicht. 5 Widerstandsstufen. Erreiche insgesamt 5 Widerstandsstufen. Wo steht das, wie viele Widerstandsstufen ich schon habe? Fünf Widerstandsstufen. Dann könnte man so enden wie der Marshall. Widerstandsstufen, wo sind die? Das sind schon diese Stufen. Also brauchen wir bloß noch den einen Punkt voll machen. Theoretisch. Das haut schon hin, das sind schon diese komischen Punkte. Halt. Da geht's raus, oder? Wo geht's raus? Da geht's raus. Oh. Wir können noch einen Bogen jetzt mitnehmen. War der normalen, aber so nicht. So.
schauen wir uns mal an. So, ein Turm ist hier draußen. Wieder an Außenposten. Außenposten und ein neues Auto. 1987. Dir schwirrt sicher der Kopf. So viele Wege zur Auswahl. Was glaubt man? Ja, ja. Ahoi, hier ist... Da haben wir noch einen Außenposten. Wem hilft man als erstes? Wann zeigt man Vertrauen? Der Pfad schenkt Klarheit. Komm mit mir und ich zeige dir den Pfad. Gesegnet schon wieder. Hab gehört, die Sekte geht jetzt in der alten Schwefelmine ein und aus. Die ist echt riesig. Völlig klar, dass sie da irgendwas von Belang verstecken. Ich finde, es ist das Risiko wert. Außenposten. Und mit 3 Alarmen. Thank you.
Arm, aber es geht. Posten da hinten. Die Sekte hat in dieser alten Brauerei ihre Drogen gepanscht. Es wird uns eine Menge bringen, dass wir sie von ihr vertrieben haben. Außerdem kriegt man ab jetzt hier vielleicht auch wieder ein halbwegs vernünftiges Bier. Verdammt gute Arbeit, Rookie. Also Flusskonvoi abgeschlossen. Ja, da haben wir schon wieder einen Zivilisten mit auf der Straße. Gewesen. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, jetzt warte mal da drüben. Ich habe hier noch jemanden zu reden. Die Sekte benutzt ihre Drogen, um Menschen in hirnlose Sklaven zu verwandeln. Sie nennen sie Angels. Angels, okay. Das hat er eigentlich für eine Knarre jetzt? Danke. Ich dachte schon, ich... Wo ist meine Tasche? Oh! Scheiße, scheiße, scheiße! Ach, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt hat. Beth und ihre Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Okay, das machen wir jetzt gleich. Aber bevor wir weitermachen, haben wir schon wieder Zeitmangel hier. Ja, komm, das machen wir gleich im Anschluss, in der nächsten Folge.
Du sitzt hier schon wieder leicht drüber. Danke, meine Ausrüstung ist sicher. Ja, deine Ausrüstung ist safe. Also, bis gleich zur nächsten Folge. Ciao.